Hallihallo und willkommen zurück bei 7 Days to Die mit Anduin. Hallo, grüß euch. Und meiner Wenigkeit, grüß euch. Der Tibra. Jupp. Ich habe gesehen im Zeitraffer die Wiederherstellung der paar Schäden. Ja, der, ja, es waren eigentlich, also im Haus selbst war es relativ wenig, aber es waren, die Spikes waren ziemlich weg. Okay, das kann ich springen. Ein bisschen Besuch haben wir auch gehabt von Zombies. Oh. Ja, wir sind fertig mit den Reparaturen. Was haben wir vor? Ja, Loot-Tour. Looten. Wir brauchen ein bisschen Klumpert und Material. Genau, ich würde sagen, erstens habe ich die Apotheke nicht fertig gemacht. Ah ja. Und vielleicht haben wir Glück und ist irgendwo in der Nähe der Apotheke noch irgendein Geschäft oder so. Ja. Der Markt, Lebensmittelmarkt, irgendwas. Okay. Und ja, die Tibra hat in der Nacht geskillt. Wir haben jetzt Werkzeug 150 und Waffen auch 150er. Ich habe schon eine Kiste vorbereitet, die werden wir da drüben aufstellen irgendwo, falls wir zu viel finden. So irgendwo in der... Ja, so am Rand, in der Randzone. Am Weg, dass wir... Holz unbedingt mitnehmen. Dass wir Loot dort reinbringen. Steine. Bisschen was habe ich, ja. Ein klein wenig Holz habe ich. Zockt Steine und rennt dann die ersten vorbei. Ja, die auch. die auch nehmen, bitte. Ah, oh, entschuldige. Hast du mich geschlagen? Ja, wie immer, ne? Ja. Gott sei Dank ist es auf Video. Glaubt denn ja sonst niemand. Aber. Da haben wir einen Zombie, warum? Ah ja, klar. Ich habe nur keinen Pfeil auf den neuen Bogen aufgeklickt, darum funktioniert er nicht. Ah, das ist aber eine gute Idee. So, und mit dem 150er geht es ja gleich viel besser. Wie man gesehen hat. Oh, ich habe einen schwebenden Baum, wie schön. Dann haben wir da noch ein 150er Messer, das werden wir sich auch gleich rauslegen. Wo ist er denn eigentlich? Da, da oben ist er noch. Ich hänge da ein bisschen herum. Wir brauchen irrsinnig viel Eisen. Ich habe in der Nacht Forged Iron, ein paar Rebar Frames begonnen. Flagstone, ja, lauter so Geschichten. Ja, also die ersten Baumaterialien. Wird aber nur. Ein bisschen dauern. Eine Weile dauern, bis wir da wirklich ernsthaft anfangen. Und ich brauche Clay, jede Menge Clay. So, na dann. Ja, das Bauprojekt ist mittlerweile relativ fix, was wir machen. Ja, das ist ein schönes Türmchen, so in der Richtung, ne? Ja, es. Was? Hat ein Hund gehört? Es wird ein Turm. Das Thema ist. Ach ja, also es Thema, gibt aber wir werden den auf das Grundgestein setzen. So. Mhm. Das Fundament von der Basis wird am Grundgestein sitzen. Und dementsprechend werden wir da ein Loch ausheben müssen. Aha. Das werden wir vielleicht so machen. Was tue ich denn? Das werden wir vielleicht so machen, dass wir nicht 100 Aufnahmen haben, wo wir herumgraben. Dass wir da, wir spielen ja auf einem Server, also beziehungsweise mit dem 7 Days to Die Server Manager. Da kann man die Uhr einstellen und da werden wir so Zeitraffer Aufnahmen machen. So, rennen wir die beiden vorbei, schauen wir, dass wir zur Apotheke kommen. Ja, schauen wir, dass wir da rüberkommen, das reicht. Da reden geht nichts weiter. Ups. So. Aber auch das wird noch dauern, weil dazu brauchen wir gute Schaufeln und so weit sind wir noch nicht, dass wir die erstellen können. Mhm. Ups. Ja, so. Oberstes Ziel ist jetzt neben Sofortnahrung Felder oder so zu finden. Ja, genau. Und natürlich alles, was die Tibra braucht, um mit dem Anbau Erde zu beginnen. Ja, wir müssen das Dach auch noch fertig machen.
So, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, wo das genau war. Das müsste da irgendwo sein. Ich schau mal, dass ich Richtung Stadt komme. Okay. Ich habe mir das nicht markiert damals, die Apotheke. Ah, okay. Du weißt, na dann. Die Kaktus werden wir mitnehmen, weil wir brauchen was zum Essen. Das stimmt, ja. Ja, also Kakteen, das ziehst bitte mitnehmen und dann dran vorbeilaufen. Momentan haben wir nur ein ziemliches Nahrungsmittelthema. Mhm. Weil das Fleisch hat sehr geholfen, was wir am Tag davor gefunden haben bei den Reparaturarbeiten. Ich habe einen Hirsch erlegt und die Tibra hat dann noch ein Wildschwein gesehen, den wir dann gemeinsam noch erlegt haben. Ach, okay, da drüben steht einer. So, ups, ich bin sensed. Ich bin auch gejagt. Ah ja, da sehe ich, glaube ich, schon die Apotheke da unten. Mhm. Ja, dann schaue ich, dass ich stelle mir die Kiste direkt auf die Apotheke, weil die wäre am Stadtrand. Okay, oder ja. Oder stellen wir es weiter raus, wo? So, ich bin wieder gejagt. Am Rand von der Straße oder so, ne? Nein. Ja, direkt bei der... beim Stadtrand. Nicht? Einfach am Boden? Ja. Nicht? Okay. Oder was hättest du gedacht? Ja, ich hätte eben auf das Dach von der Apotheke drauf. Ach, oder so. Da in so eine Ruine und dann einen Bodenwürfel rausschlagen. Ja, das geht auch. Damit so, nichts dran hängen bleibt, ist ne? Die nächste Ruine, da ist die nächste Ruine. Dann probier das da mal. Genau, nicht, dass uns die Kiste wegschlagen. Mhm. Würde ich mal sagen. Ach, ich hasse das im verbrannten Gebiet, das Knistern. Mhm. Es ist oh, nicht... Oh, Range! Ah, cool, her damit! Super cool! Warum? Was? Warum muss ich mir Range jetzt hergeben? Nein, okay. Darfst du behalten. Oh ja, da wäre jetzt alt. Das ist Beton. Ja. Warte mal. Oder soll ich da wo draufstellen? Das könnte ich natürlich auch machen. Na, schlagen wir den raus. Soll ich da helfen? Du siehst auf welchen? Ja. Ja, sieht man, welcher beschädigt ja, ist. Ja, da tut sich was. Wir hämmern jetzt lustig drauf los. Du sitzt am Klo. Ja, cool. Mhm. Da fühle ich mich gleich viel sicherer. Du thronst. Ja, und jemand, der thront, wird ja hoffentlich nicht von Zombies attackiert. Genau, es sollte einen gewissen Respekt zeigen. Könnt mich nicht erinnern bei einem Zombie-Film, dass irgendjemand, der getraunt hat, schon mal befallen worden ist von einer. Mhm. So eine Szene hätte ich noch nicht gesehen. So. Gut, da kann ich gleich reinkübeln, was ich schon... Jetzt bin ich gespannt, jetzt haben wir glaube ich die erste Schicht weg, ne? Das wird jetzt spannend. Na. Ist der wirklich weg jetzt, oder? Ja, sicher. Ja, okay, gut, ne? Da stellen wir es rein, ne? Stören so. Besten an Frame drauf, oder? Ach, dankeschön. So, und jetzt sollten wir es noch markieren auf der Map. Ich werde das schnell machen und ich share dir dann den Punkt. Mhm. Warte mal, wie ist das jetzt gegangen? Nein, nicht Wegpunkt speichern. Oh ja, doch. Nein. Wegpunkt speichern, auf Karte zeigen, Wegpunkt entfernen. Wir brauchen Steine. Jede Menge. Was nehmen wir denn, was ist denn bezeichnend für uns, für die Kiste? Also ein Turm, oder? Ja. Turm. Blutkiste. Teilen kannst du später. Siehst denn du? Was? Map? Noch sehe ich nichts. Bin mir nicht sicher, wie ich den jetzt.
Ja, mach mal später. Okay. Oh, da sind jede Menge Zombies. So. Tell me, wo geht's zur Apotheke? Ja, da, das erste Gebäude. Aha. Aha. Ich glaube, der nimmt mal das Steinchen weg. Ja, ist das jetzt stolz wegen dem Steinchen. Nee. Vogelnest. Oh, da bin ich dran vorbeigelaufen. Ich glaube, ich habe nicht einmal das Auto gemacht, oder? Aber den. Ah, doch, den habe ich schon geleert. Das kriegt einer. Super. Vorne ist offen natürlich, weil irgendwo wir rein müssen. Ja. Hast du schon leer geräumt oder stehen wieder welche auf? Wie was? Drinnen in der Apotheke? Nein, die dürften keine mehr sein. Okay. Außer die spawnen auch nach. Werden wir ja gleich sehen. So, ich mache mal den Griecher da. Ah, shit. Ich kann sagen, irgendwo wäre da. Mich hat's erwischt. Naja. Ich brenne. Ja, bleib weg von mir. Leck mich doch am Arsch. Was hat mich denn so an. Ah, der? Ich wollte nur sagen, sag mal, da knistert's wie ein brennender Zombie wo in der Nähe. So, weg ist er. Da ist schon wieder einer. Ja, das ist. Ah, das ist noch der. Genau, bevor man nicht abbaut, knistert er. So, ich tue den einmal weg. Ja. Dann hören wir den nicht drinnen im Gebäude die ganze Zeit. Ja, das ist schon sehr nervig. Du hast den anderen gelootert? Ja, der hat nichts gehabt. Sehr gut. Habe ich eigentlich schon was ich da drüben reinlegen kann? Ja. Ich laufe noch mal kurz retour, du kannst da schon rein. Wo retour? In die Apotheke, nein, zur Kiste. Ja. Nicht, dass ich gleich voll bin. Okay. Ich würde es nämlich vergessen. Okay. Ach, da drüben ist auch noch ein Brennender. So. Na, dann gucken wir mal. Ob da noch irgendwo was liegt. Ich komme wieder retour. Ah, okay. Oh, ich hab vergessen zum Umziehen. Ja. So, Kabelhut ist an. Ach, da liegt eine fette Mama. Drinnen? Ja. Da war aber nichts. Aber wie fett? die ist wieder retour gekommen. Und die Tür zu machen. Ich habe sie direkt hier im Anschlag. Okay, warte, ich ziehe auch auf ihren Kopf und dann können wir loslegen. Geht's? 3, 2, 1. Ach, die schaut so lecker aus. Nein. Die geht noch vor. Ich hau. Geh weg. Oh, irgendeiner hat die Hand abgeschossen, die Arme. Oh mein Gott, nachher, das tut mir so irrsinnig leid. Hallo, treffe ich oder treffe ich jetzt nicht? Liegt sie? Ja. Stimmt, weil die ist nämlich raus. Okay. Beziehungsweise die habe ich nach draußen gezogen. Und die ist dann irgendwann anscheinend wieder rein. Liegt da noch irgendwo etwas? Hast du Woodframes reingestellt? Ja. Perfekt. So, den nehme
Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Ja, Antibiotika. Sehr schön. Okay. Ah, da kann man. Okay, das ist so ein Automat, wo man kaufen kann. Okay. Du hast ja schon einiges mitgenommen. Ah ja. Ja, ja. Ich habe ja damals schon gelootet, aber eben bei weitem nicht alles. Mhm. Weil mein Hauptziel damals war ja eben auch das Antibiotika. Mhm. Die. So, die 100er ist durch, dann haben wir die erste. Mit der Range könntest du die Kassen zwingen. Die habe ich jetzt drüben in der Kiste. Ah, okay. Gut, mach nix. Okay, das habe ich. Das ist noch was. Ah ja, da war ich ja auch noch nicht drinnen, genau. Wo denn? Ja, das ist wahrscheinlich wieder die WC-Anlage. Da könnte man sie jetzt reinbauen. Gibt mir Scrap Metal. Okay, warst du da im Hinterraum schon? Ja, die habe ich extra aufgemacht, weil ich vorhin nirgendwo Antibiotika gefunden habe. Und genau in die ich dann freilassen habe. Oh, da liegt was. Ja. Ich Idiot. Das hätte ich mir aber denken können. Das war sehr intelligent. Ich schlag das auf und spring rein. Okay. Sieht jetzt schlecht aus. Da liegen drei. Zombies? Ja. Okay, das habe ich komplett gesäubert gehabt. Ich habe da herüben im WC auch welche. Shit, 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 shit. Komm gleich, ich habe da sogar noch. Ich bin am Ausgang. Ja, ist okay. Ah ja, ich sehe sie. Okay, der ist erledigt. Okay, ich bin ja schon Angsthase, dadurch, dass ich das mit einer Foto mache. Ich wollte eigentlich den Kopf schießen und dann auf die rechte Hand. So, die ist auch erledigt. Und dort vorne waren es sicher drei? Es waren drei, ja. Okay, ah, die macht Licht. So, auch erledigt. Irgendwo ist noch was, nicht? Also ich bin versteckt. Okay. Naja, da, gut. Ist so. Chili der Zombie, aber das ist glaube ich eine neue, oder? Oder ist das die? So. Ah, okay. Du hast die schon gelootet. Mhm. Oh, Schiene, zwei sogar. Ah, du kannst nichts mehr aufheben. Ja, ich merk's gerade, dass da schon jede Menge herumliegt. Gut, sie liegen. Ja, dann werde ich einmal raus und werde das da alles reinschmeißen. Okay. Da liegt auch schon. Ja, ja. Nehme ich da auf. So. Da knistert es noch immer sehr fein. Gut, schauen wir mal da rein. Oh, da ist noch einer. Okay. WC oder wo? Zwei, drei. Na, wo ich. Oh.
Hilfe! Du, ich räume gerade aus, ich bin raus. Oh, oh, ich bin selbst gejagt. Wo war okay, der da? Okay, kommt's raus da. Ihr miesen Ratten. Okay, meine ist erledigt. Okay, ich lauf mal in den Kreis. So. Das da kommt rein, das kommt da, ja, Goldenrod sieht. Ach, die klingen so... Eine Wanderhorde. Genau durch die Apotheke, also bitte. Und da laufe ich. Jo. 24 leere Gläser, das hat sich schon mal ausgezahlt. Gut, dann nehme ich die Range mit, falls wir irgendwo was zum Zerlegen haben. So, da kommt eh einer von uns zu. Ja. Ich räume auch noch Kinders aus. Ja. Ja, du passt auf. Ja. Sehr schön. Ja. Was? Oh, daneben! Oh. Ja, zwei mit daneben. Ich fall ins Loch, das gibt's ja nicht. Ja, er hängt ja an mir. Okay, und dahinter kommt Gott, die schlagen sie da durch die ganze Apotheke. Das kann, darf ja nicht wahr sein. Doch, doch, doch. Geh bitte, jetzt schieß. Du siehst, wie der Pfeil durch den Körper fliegt. Okay. Baumkuschler. Baumkuschler? Ja. Ein Baumkuschler. Endlich liegt er. Ich kann gar nicht damit. Also das ist, das, für mich ist es ein Horror-Game. Was? Das. Seven Days oder ja. Okay, für das spielen wir es aber schon sehr lange und sehr ja, viel. Ja, das ist eh, aber trotzdem, mich reißt es immer so viel. Achtung, da kommt noch einer raus bei der Apotheke. So, klar, jetzt haben wir natürlich drinnen auch wieder welche. Kommst du raus? Nein. Oh, dieses Festbacken da drinnen. Hi nun. So, jetzt machen wir den Brennenden weg, dass wir die Geräusche wegkriegen. Ich werde die Dame nicht los. Die hat mich anscheinend sehr lieb. Aber macht ja nichts. Haben wir fertig? Six. Ja. Und hat nichts. So, jetzt fangen sie sicher gleich ins Weinen an, was die alles weggeschlagen haben, bei denen ist da durchmarschiert sind.